Ich habe mich nicht wohlgefühlt mit der einen Mahlzeit am Tag Thema. Ich probiere alles selbst aus, bevor ich darüber rede. Ich möchte aus eigener Erfahrung sprechen und einige kleine Studien zur Beweislast nutzen, um euch einen neuen Impuls zu liefern. Keiner redet über Nachteile dieser Essart, alle sorgen für Aufmerksamkeit und Klicks, da was Neues im Umlauf ist. Doch die Schattenseiten zeige ich euch einmal hier und wieso ich heute sagen würde, diese Ernährungsform ist definitiv ungesünder als jede andere. Kommen wir zu etwas sehr Einleuchtendem. Viele sagen, wir sind Pflanzenfresser. Ob dies tatsächlich so ist, jetzt mal ausgeklammert. Ich persönlich denke, dass wir ebenfalls Insektenesser sind. Gerade jene, die diese Ernährungsform praktizieren. Doch sind sie sich diese Menschen völlig untreu? Denn jedes annähernd vegan lebende Tier, denn purer Veganismus gibt es nicht in der Natur, ist den kompletten Tag. Es sind mit der einen Art Argumentationen vonstatten gegangen, so stärkstes Tier, selbst lebt man aber völlig anders. Beispiel Gorilla, Nashorn, Pferde, Stiere, Elefanten essen den halben Tag. Jetzt sind wir automatisch identisch, da wir auch so stark sind wie diese Tiere oder so viel Muskel haben könnten, und essen aber nur eine Mahlzeit am Tag. Obwohl wir nicht mal Wiederkäuer sind und noch weniger Energie aus der Nahrung ziehen, Fragezeichen. Beispiel, Gorilla essen Unmengen an gesättigten Fetten, da sie die Ballaststoffe zu 100% verdauen, wir nur maximal zu 10%. Und dann essen wir nur eine Stunde statt 12? Diese komplette Rechnung macht überhaupt gar keinen Sinn. Ein Gorilla lebt ketogen. Aus Proteinen und gesättigten Fetten, die zuvor aus der Fermentation der Ballaststoffe stammen. Du hast nichts, wirklich gar nichts als High-Carber, das heißt viel Kohlenhydratesser und eine Mahlzeit am Tag Esser, Mensch, mit einem Gorilla gemeinsam, wirklich rein gar nichts. Ich zeige euch einmal Studien zur Mahlzeitenfrequenz, wie oft man isst am Tag und was besser ist für mich. Als erstes kommt es die Mahlzeitenkombination. Wir wissen alle, wenn wir Monomahlzeiten konsumieren, wird es am einfachsten verdaut. Es fängt schon an in unserem Mund. Dort merkt der Körper, wie viel Wasser, welche Konsistenz und wie viel Zucker die Lebensmittel haben, die wir uns gerade zugeführt haben in unserem Mund. Und bereitet bereits das beste Milieu in unserem Magen dafür vor. Jeder kennt, was passieren würde, wenn man Hülsenfrüchte, Sauerkraut und ein Obstsmoothie alles zusammen konsumieren würde. Gärung, Blähungen, Unwohlsein. Was denn jetzt Monomahlzeiten oder eine Mahlzeit am Tag, Fragezeichen. Da kommt ja schon mal das erste Dilemma auf. Es gibt nur ein Lebensmittel, was nahezu alle Nährstoffe enthält, wenn man es überhaupt Lebensmittel nennen darf. Und das ist sicher nicht vegan. Es ist die Leber. Mit B12, Jod und sogar Vitamin C, einer der, wahrscheinlich das einzige Organ, was überhaupt Vitamin C enthält. Und essentiell ist nun mal, naja, essentiell für uns. Nun ist es aber auch ein Entgiftungsorgan und das, was den Tieren heute alles so gegeben wird, meiner Meinung nach nicht sehr sinnvoll, dies zu konsumieren. Daher gerade hier alleine schon in den Konflikt, denn meistens wird ja beides propagiert. Monomahlzeiten und dann noch eine Mahlzeit am Tag. Daher gerade hier sehr schnell in den Konflikt und für meine Verhältnisse lieber sehr gut kombinierbare Mahlzeiten, die sehr gut zu verdauen sind, über den Tag zu verteilen. Punkt 1. Punkt 2. Ein sehr entscheidender Punkt ist der Blutzucker. Hat man sehr hohe Peaks von einem Blutzucker, sorgt dies für Schäden der Arterie und für Nerven. Des Weiteren zeigt es für eine Ineffizienz des Körpers, die aufgenommenen Kalorien zu metabolisieren. Sie hängen fest, wo sie nicht hingehören. Wer mein letztes Video genau gesehen hat, weiß genauestens, was man dagegen tun kann und wie das sich ganz genauestens verhält. Das heißt, an dem Blutzucker ist einiges abzulesen. Hohe Blutzuckerpeaks sind schädlich. Niedriger, stresserfüllend für den Körper, denn er befindet sich jetzt in einem Mangel. Denn man möchte so ungefähr die Waage haben. Dann eine randomisierte Crossover-Studie mit Männern und Frauen. Dann wurde, wie gehabt, eine Mahlzeit gegeben und drei Mahlzeiten und danach wurde mal ein Glukosetoleranztest gemacht. Je tiefer der Wert, desto höher ist deine Insulinsensitivität. Das heißt, durch die Ernährungsform und die Mahlzeitenhäufigkeit. Das heißt, desto mehr springt dein Körper auf die Glukose so gesehen an, ja, und verwertet sie sofort. Man sieht deutlich, dass die eine Mahlzeit am Tag eine schlechtere Insulinsensitivität aufwies nach
der Periode, wo dieses Experiment durchgeführt worden ist. Und auch das Gleiche fürs Insulin. Diese sieht man eine Spitze des Insulins und hingegen in der 3-Mahlzeiten-Gruppe am Tag eine sehr kontrolliertere Kurve. Ohne jetzt zu kommentieren, zeige ich euch ein Bild aus einer Studie, in denen Probanden 3 Mahlzeiten am Tag bekamen oder 6. Und links ist die Abbildung, zeigt den Blutzucker, welcher sieht jetzt gesünder aus? Wir sehen in der Low-Gruppe hier deutlich mehr Auf- und Abs. Und das gleiche Muster auch rechts daneben in der Insulinkonzentration. Das heißt, in der 3-Mahlzeiten statt in der 6-Mahlzeiten-Gruppe sind viel, viel mehr Auf- und Abs, Auf- und Abs, Auf- und Abs in deinen Blutzuckern zu vermerken. Ich habe aus verschiedenen Regionen versucht, Studien zu sammeln. Und auch in einer Studie mit Frauen, die einen vergrößerten Eierstock hatten. Hier sehen wir, dass in der 3-Mahlzeiten-Gruppe die gefasteten Insulinwerte gestiegen ist und in der 6-Mahlzeiten diese gesunken ist. Und auch der HOMA-IR-Wert, das heißt der Insulinresistenzindex, klar gesunken ist. Und damit die Insulinsensitivität in den 24 Wochen der Studie in den 6-Mahlzeiten-Gruppen begünstigt war über der 3-Mahlzeiten-Gruppe am Tag. Auch in einer anderen kleinen Studie konnte gezeigt werden, mit Diabetikern, dass viele kleine Mahlzeiten den Blutzucker sehr gut schützen vor Schwankungen und 3 große Mahlzeiten zu deutlich mehr Ungleichgewicht führten und auch in den letzten Abbildungen die Insulinsensitivität eher abnahm. Man sieht, man züchtet sich keine Insulinsensitivität damit an, wenn man lange nichts isst, sondern eher ab, wenn man stattdessen große Mahlzeiten isst. Auch in einer Studie sogar noch mit Übergewichtigen, um das auch noch einzunehmen, zeigte sich der Trend in dem Insulinsensitivitätsindex sinkend in den regulären Mahlzeitengruppen anstatt der unregulären Mahlzeitengruppe. Und dasselbe auch nochmal für Normalgewichtige, derselbe Trend zeigte sich eher höhere Insulinsensitivität bei ständig regulären Mahlzeiten. Das Anspringen des Körpers auf den Zucker ist für einen sehr, sehr entscheidenden Punkt, inwieweit ein Körper suffizient Kalorien verstoffwechseln kann, notwendig und kann ebenfalls einen Beitrag leisten zur heutigen Kalorienlüge. Daher ist meine Meinung, dieser blöde Trend, 1 Mahlzeit am Tag, eher schadet vielen Gesundheiten, eher als es ihnen nutzt und sollte meiner Meinung nach auf keinen Fall mehr propagiert werden. Kurz zusammenzufassen, es ist extrem schwierig, in 1 Mahlzeit alle Nährstoffe abzudecken und sie auch noch in so einer Mahlzeitenkombination zu sich zu führen, dass der Körper es suffizient aufnehmen kann, verstoffwechseln kann, denn es passieren sehr wahrscheinlich, wenn man alle Nährstoffe abdecken muss, man viele Lebensmittel inkludieren muss und dann entstehen eben Gärungsprozesse, Fäulnisprozesse, weil die Kombination einfach nicht gerecht werden kann. Ja? Des Weiteren, alle unsere Vorfahren machen es uns quasi vor. Wir picken uns quasi Cherry-Picking, nur die Kirschen von den Lorbeeren, nein, die Lorbeerkirschen quasi aus. Ja? Man sagt, wir sind alle wie die Tiere, wie die stärksten Tiere und so weiter, ja, verhalten uns aber völlig anders, ja, obwohl wir eigentlich noch viel, viel weniger Energie gewinnen aus der Nahrung, wie die Tiere es tun, die normalerweise, mit denen wir uns schmücken. Ja? Also, ich hoffe, ihr konntet wieder was lernen. Ich betreibe es definitiv nicht mehr, schon lange nicht mehr. Das wisst ihr ja auch, die meinem Kanal folgen mit den Full Day of Eatings und solche Sachen. Und das ist eben auch der Grund. Ich denke, das kann vielen Menschen helfen, eine andere Sicht darauf zu machen. Schreibt mir gerne Kommentare, wie ihr es tut und wie ihr euch dabei fühlt. Das ist eine persönliche Meinung natürlich von mir. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr auf vitasomal.de vorbeischaut, meine liposomalen Supplements, bis 4- bis 5-fach höherer Bioverfügbarkeit. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst und natürlich ein kostenloses Abonnement für mich da lasst oder bei die Glocke aktiviert, damit ich euch wieder mit kostenlosen Informationen versorgen kann. Dankeschön fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Rohvegan am Limit, unser Team sagt ciao.